Also, jetzt machen wir nochmal eine Runde. Ich bin gerade on fire. On fire. Wo ging's rein? Hier, ne? Was ist hier für ein Happening? For that happening. Sind auch alle noch da. Oh, voilà. Nein, 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 nein. Nicht schreien. Der Arsch, die hätte wohl Lust lassen. Oh, das war der falsche Schlag. Holy shit, Alter. Okay, okay, okay. I'm out of here. Sind noch hinter mir, ne? Wie schnell die Jungs. Ich glaube, die gehen langsam die Brüste aus. Das Schiss ist so einst ein verloren im Wald. Tip top. Das war aber echt nicht schlecht, ich stehe echt überall. Heilt euch! Wir kriegen ihn! Ausschwärmen! They see me rollen! Der hat aber einen schicken Hut. Der hat einen richtigen Alkoholhut. Der hat einen richtigen Alkoholhut. Den braucht man. Wenn den kriegst, das wäre jetzt so klasse. Ja. Das hätte ich auch verdient. Ja. Richtig schicker Hut. Jetzt wissen wir aber, warum der so einen Hut hat, ey. Nicht mehr lange. Nee. Aber abgeben hat er nicht. Aber er hat einen Heretic Staff. Ja, eher nicht. Ja, also. Oh, hi. Von oben. Batten, batten. Ich werd langsam ein bisschen dumm. Alles okay. Und hier sieht's so nach Item aus. Tön. Weißt du, was ich finde, dass es hier relativ wenig gibt in Dark Souls 3? Hidden Walls. Na, das auch, aber ich meine auch Truhe. Ja, das stimmt. Das Gefühl habe ich ja auch irgendwie. Sag mal, und vorhin war doch noch diese. Ja, ich wollte ihn vielleicht an. Ja, ich sag ja, das ein bisschen klappt bei Dark Souls 3 nicht ganz. Wir müssen halt schon echt geradeaus an. Ja, der war jetzt auch ein spezieller Kandidat, hey, der wollte echt nicht. Aber auch vorhin in dem Valley, wo die Tussi war. Da müsste es ja theoretisch auch noch weitergehen. Da hat man ja gesehen, so einen Weg an der Seite. Es gibt zu viel Auswahl. Rechts, links, geradeaus. Okay, doch nicht. Okay. Oh, hier geht's noch runter. Dann hätten wir das schon mal abgegrast. Ja, jetzt links. Ja, jetzt gehen wir von links nach rechts alle durch. Hm, da versteckt sich so einer, ne? Hier was an? Das hört sich so an, als ob hier irgendjemand was Fernkampftechnisches rumprotzt. Oder sind das die Gegner? BAM! Also wenn, dann ist ein Gegner. Ich meine, dass die halt so rumrotzen. Da, so wie der da. Ah, das war einer mit Schuh. Ah, das ist schön nochmal ein Magier. Noch einer mit dem Riesehut. Dahinter. Soll ich den als erstes machen? Oh! Ja, das ist halt nicht nur einer. Well! Mal um die Ecke fliegt einem direkt so ein Ding entgegen, ey. Manche haben das Interesse an mir verloren. Die suchen dich, so sieht's aus. Meister Bobby. Haben sie mich zur Fahndung ausgegeben? Ja, ich laufe halt raus und der Fokus geht weg. Ja, wenn er nur weiter vorläuft, dann schneiden wir weg.
kann immer noch amüsieren. Null. Jetzt. Hallo! Jetzt kommt er. Verstehen. Ich bin wie so. Heute habe ich eine gute Twitch-Connection bekommen. Null Lags. Na. Das freut mich echt, muss ich sagen. Du hast auch echt verdient, weil ich eine gute Connection bekommen. Ja. Als treuer Besucher. Oh, Alter. Ah, ist das schön. So, das sind die Hüte. Das ist mein Partyhut. Der macht das einfach. Oh. Bei sowas, da denke ich manchmal so, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen mit einem Feuerschwert. Ja. Könnte auch explodieren. Du könntest erst recht hochgehen. Will ich? Kann auch mal hier runter gucken. Könnte ich auch mal machen, ja. Ist das ein Treppe? Nö. Nee, dann geh ich mal da drüben noch hoch. Da geh ich mal noch hoch, oder? Also hier links jetzt. Ne, die ist kaputt. Oh, aber das ist intakt. Oh, wenn du den Blatt machst, dann kann man nicht machen. Das war ich schon mal zumindest gemacht. So, wenigstens Reichweite, du Assi. Nein! Fuck this! Shit, ey, 8800. Du hast zu mir gekriegt. Ja, ich hab gesagt, hoch, nicht runter. Scheiße. Da hast du zerwichselt. Ah ja, da hast du den Controller wieder ausgemacht. Ja. Ob man die jetzt wieder findet. Ich weiß, wo die sind. Ja, das ist mir schon klar. Ja, wo die sind, kriegen wir schon gebacken. Nur. Wir haben noch einen Bonfire gefunden unterwegs. Was? Nee. Nee. Aber du kannst einen Firelink schreien und dein Estus Flask upgraden. Kann ich machen. Dann hast du noch einen 7. Juhu! Fuck! Ich hab mir noch überlegt, ob ich jetzt nicht einen Homeguard benutzen soll wegen der 9000 Seele. Ja, das ist 2 Level. Nee, nicht einmal. Hey, da hockt jemand Neues. Hello. You're an unkindled, aren't you? Wo kommen die alle her? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Danke. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Könnten wir was verkaufen? Kann ich mal gucken, ob bei der Tante was Neues kaufen kann? Ja, kann ich. But first, I have to talk to Andrew. Hast du die Krabbe jetzt eigentlich gemacht? Nee, ich habe mich noch so ein bisschen vor dem Wasser geziert, weil mein Wasser so langsam ist. Oh, Gift Coal, mach das mal. Ja, ja, ja. Oh my, this coal used. Forge the weapons of Farron's Abyss Watch, a fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, hey? Time to put this brawn to use. mach mal infuse weapon? Und mach mal irgendwas. Oder klick halt irgendwas mal an. Das ist ja schon infused. Machen wir aha, was kann man jetzt alles machen? Sharp Jam. Das ist die neue Sache. Das unten, was ist das unten links? Das ist neu. Poison Jam. Und die zwei oben sind auch neu, ne? Heavy. Was ist das links? Heavy Dagger. Kannst du zum schweren Dagger machen. Okay, aber nicht jetzt. Nee. Aber Reinforce kannst du noch machen. Halt. Ich meine, dein Weapon. Achso, ja, richtig. Ja, aber da ist halt jetzt die Frage, ob man da nicht wartet. Ja, auf was? Auf. Achso. Ja, das braucht aber schon Titanic Scales.
Ah, ja, dann nö. Das braucht Shark Scales. Muss ich jetzt eigentlich den Partyhut abgeben? Weil ich gestorben bin. Doch, da ist doch. 542 Seele halt, ne? Ja. Also. Pretty, aber das be halt, careful. Oder? I don't want to see my work squandered. Ja. Du könntest auch der Tussi was verkaufen, ne? Allgemein kannst du mal gucken, ob die neue Items hat. Der kann schon irgendwas, der kann ich auch noch was geben. Umbral Ash. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this. Kein Problem, kannst du die Asche haben. I only hope these new wares content thee. New wares. Zack. Alter, wie es läuft einfach. Neue Waren. Ja. Was hat sie denn? Dieses Raisin hat jetzt einen Haufen. Und Schlüssel. Key to a door in the undead settlement. Key, was ist das? Dial the tower behind the shrine. Das ist für den Tower oben. 20.000 Seele. Ja, den hat sie aber schon gehabt. Echt? Der hat doch gesagt, ja, 20.000. Achso, ja, okay. Aber der ist echt, der ist für den Turm dann oben. Und der andere kostet wie viel? Für die ist in der undead settlement. Den würde ich mir fast kaufen. Weil wir jetzt noch im Undead Settlement ab und zu unterwegs sein könnten. Aber wir haben erstmal noch nichts. Wir haben, stimmt, wir haben immer noch nichts. Ja, verkauft mal irgendwelche Waffe, die wir doppelt haben oder so. Haben wir nicht. Nix. Aber unsere Rüstung haben wir doppelt. Und Hüte, komm mal auch. Ah ja, da dreimal den Hut, weg damit und nochmal weg. Ja und? Das läppert sich auch. Guck, schon sind es 500. Und da haben wir mehrere doppelt. Die wo 30 bringen halt. Das sind aber auch nochmal 90. Guck, und schon hast du bei 750. Gut, Da kannst du aber auch die Fading Souls und sowas kannst du echt aber alle wegbolzen. Boah, aber du kannst auch, ich weiß nicht, den einen Ring, benutzen wir den jemals? Ja, dann kannst du auch fragen, unsere Schilde, die unter 50% ja, okay. Das hat jetzt schon 115, das ist so viel wie unser altes Schwert, glaube ich, insgesamt hatte. Willst du noch ein paar Ausdrücke und den Schlüssel mitnehmen? Die neuen, zum Beispiel die neuen Fading. Gut, das ist halt gar nichts, ne? Kannst du auch. Ne, aber du kannst mehr wie eine, glaube ich, schon raus. Mach mal, nimm mal. Guck mal drauf und dann mach mal Use Selected. Ja, und dann nimmst du 8. Die nächste bringe 200. Wie viel brauchen wir noch? 600 haben wir und 1400 brauchen wir noch. Das sind 7 Stück, muss ich nehmen. Mathematik, ne? Was? Das kostet 2000, der Schlüssel. Oder? Ne, du hast 500, hätte ich gesagt. Was? Der kostet 2000. Naja, okay. Dann habe ich mich verguckt vorhin. Entschuldigung. Mathematics. Ah, kauft ihr noch ein paar Firebombs. Kauft ihr noch Firebombs. Naja, kannst du noch 5 Stück mitnehmen. Perfekt. Guck mal, ob noch irgendwie ein Lappen da ist. Ein Lappen? Ja.
Nee, ich geh jetzt weiter. Okay. Da kommt das Kappa. Deswegen. Die Kappas, die sind immer so aggressiv. Ja. Hätte ich mal von Alex gehört. Da hätte man weniger ausgedrückt. Aber die Firebombs kann man auch benutzen. Richtig. Du könntest allerdings auch in das Undead Settlement gehen und gucken, wo der Schlüssel passt. Das kannst du noch machen. Jetzt muss man erstmal die Seele holen. Bevor man irgendwo anders stirbt, versuche ich es wenigstens. Gut. Ich stelle mal einen Plan. Ich muss morgen im Labor anfangen, hier Inventur zu machen. Das wird Spaß. Hast auch die gute Drop-Attack wie ich. Schon die gemacht. Ja, aber ich bin so ein bisschen runtergeslidet. Ich bin nicht komplett runterdroppt. So ein bisschen runter. Ja, so in etwa. Dass ich ja beide droffe. Nimmst gleich einen. Gut, dass du jetzt einen mehr hast, ne? Richtig. Ja, jetzt muss ich halt echt. Von da kann ich aber jetzt eigentlich. Ne, da würde ich jetzt rechts ausrum nicht. Sondern? Ja, links. Du willst ja die Seele wiederholen, oder? Ja, aber. Die Gegner von rechts kommen da nicht. Du musst jetzt hier den ganzen Wald erstmal clearen, ne? Und die Seele ist halt da, wo ich runtergeflogen bin, bei dem einen Spacko, der mit dem Kreuz auf dem Kopf. Ja. Auf dem Rücken, nicht auf dem Kopf. I know this. Ich sehe gerade übrigens einen Chat. Bierloch. Ja, ich glaub. Erinnerst du dich da irgendwo an eine Türe, die nicht aufging? Nicht explizit, sagen wir mal so. Nicht explizit. Tschüss, 9000 Seelchen. Ciao. Tschüss. Ja gut, dann können wir jetzt aber auch nochmal an der Settlement nach. Überlegen wir mal kurz, wo gab es da eine Türe, die nicht aufging? Alter, Bierloch. Ja, ich glaub. Erinnerst du dich da irgendwo an eine Türe, die nicht aufging? Nicht explizit, sagen wir mal so. Nicht explizit. Also, ich erinnere mich, dass eine Türe nicht aufging. Ja, ich habe schon mehrmals It's Locked im Kopf, aber wo? Na, egal. Travel mal hin. Ja, soll ich mal hin traveln? Ja, mach ich mal. Ja, gut. Weil sonst vergisst man sowas, ne? Food of the High Wars, von ganz am Anfang. Guck mal bitte geschwind ins Inventar. Den Schlüssel nochmal an. Achso, vielleicht steht da was dran, meinst du das? Ja. Grave Key. Key to the barred door leading from the sewer below the undead settlement to a moist grave. Aha, Sewer wird ja schon mal was Sinn ergeben. Weißt du, was die Sewers sind? Nee. Nicht? Die Sewers sind Kanalisation. Da gibt's auch ein Lied von Skavi. Kanalisation. Cannabis. Nee, Kanalisation. Apropos, hier fällt mir noch was ein. Ja? Was wir nicht gemacht haben bis jetzt. Der Lizard. Ja, aber der ist bei mir das letzte Mal nicht schon losgerannt, wo ich unten entlang bin. Er ist weg. He is fucking gone. He is gone. War da unten wirklich eine Türe? Hello! Ja, da war eine Türe. Oh. LOL! Hast du gerade gesehen, was passiert ist? Ich bin auf der Platte rumgeslidet und hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Nope. Ja, so eine. Ja, die wohl leuchtet wahrscheinlich, ne? Hallo. Da war schon Pinkschlag. Stoß. Ja, so ein. Finde ich auch cool. Der sieht halt cool aus.
Ah. Jetzt, Kalle, guckst den. Oh. Töt endlich diese Krabbe, die regt dich auf. Oh. Das Problem an der Krabbe wird sein, die kommt immer wieder. Hallo? Oh, ja. Is that a prey? Is it a bird? Is it a... Leine. Kleider. Wer zum Teufel bist du und wer... Pray to the statue of Velka. Request absolution. Ja. Risk for dissolution. Sollen wir mal absolution? You have not sinned. Okay, ah. Dissolution. Nee. Das mit dem Sinn, das heißt, wenn du einen NPC-Angriff hast, dann gehst du zu der Tante, zu dem Shrine und dann kannst du dich quasi wieder reinwaschen. Und Dissolution? Was denn? Ist das eine Hitler-Hellbarbe? Eine Hitler? Hat er es. Alex, hast du es gerade gehitlert? Ah. Er hat's gehitlert. Mittlerweile haben wir echt ein ganz gut vollgepacktes Inventar. Allerdings. Die Hellbarden sind unten. Da. Red Hilted. Red. Wenn jetzt noch ein, also, nee, die macht aber auch Bleeding Damage. Ja. Ja. Warum darf man das im Internet nicht sagen? Nee, aber, ich weiß nicht. Bietet nur Angriffsfläche. Okay. Hallo, was, hallo. Ich hab nicht gesagt, du sollst aufstehen. Ich hab auch nicht gesagt, die sollen sitzen bleiben. So, irgendwann, besser gesagt, irgendwie wächst dir was aus dem Kopf. Irgendwie wachsen alle aus, was ich sage. Alter, ich dachte, es war schon. Reicht's aber. Die hätte Barde können wir nicht benutzen. Die hat nicht. Die wir entsprechen nicht ihren Anforderungen. Wenn der hinter mir setzt, jetzt zusammen. Der stellt sich das Ding im Kopf wie so ein Blumentopf. Ja, denn der wächst davon die Wurzel aus dem Kopf. Mhm. Dann stellt er sich so rein wie so ein Blumentopf. Fängt's an zu rappen. Wappen. Hallo? Wo sind wir denn jetzt? Ah! Ich weiß, wo wir sind. Ja? Jupp. Da ist zum Beispiel ein Hund in der Wand. Oh, da rennt ein Crystal Lizard! Ich war gerade von dem Hund, der in der Wand feststeckt, so über... positiv überrascht. Nein, ich habe mal angekettet und dann... Ja, da hätte ich schon früher aufstehen müssen, sag ich mal so. Der frühe Vogel fängt den Crystal Lizard. Ja, hört sich irgendwie an, als ob irgendwas runterkommt. Oh ja, da. Hallo. Wie hat die Wand? Hier bin ich. Oh. Ja, die Stück sehe. Und allerdings... Das ist doch... Da oben sind die... Da ja, oben ist die Brücke, ja, ja, wo man drüber läuft und dann kommen die Dings. Ja, jetzt weiß ich es. Ja, aber Entschuldigung, bist du nicht auch. Findest du so einen Hund, der in der Wand steckt, wäre auch interessant? Doch, schon. Soll man den da stecken lassen? Nee, halt einfach ruhig hin. So. Hier mit Stoß und so. Nicht Stoß. Stoß? Nicht so einfach. Das war ja auch kein Stoß. Okay. Okay, der große weiße alte Mann vom Berge hat gesprochen. Ja, natürlich. Du, ich weiß Bescheid. Da oben sind die Dingswerfer, die wo mit Suppe nach dir werfen. Ah, guck mal, da geht's wieder rein. Ja, irgendwann soll es auch mal wieder rein. Muss ja da sein können, dass es eine Sackgasse ist. Aha, eine Ratte. Wenn der Typ nicht gewesen wäre, hätte ich nicht gewusst, dass das leider ist. Ja gut, aber wenn da runterläuft, ist es auch nicht so hart. Ja. Oh, da kommen noch zwei, Stoß. Drei. Stoß! Nope. Ja. Ist das hier? Hä? Ich hab doch... Ich hätte schwören können, dass ich jetzt mindestens eine treffe. Nee. Aber die sind alle One-Hits. Hier ist bestimmt nicht. Saints Talisman. Ich habe auf jeden Fall gut was von denen an die Wand geschmiert. Dann nicht. Nee. Oh, ist das aber schön, das Spiel gerade. Oh, dieses Level-Design ist wieder super. Ja. Ja, okay. Das ist komisch, aber. Da hat jemand einen 2D-Blutfleck verloren. Hallo.
opens from this side. Ah, ich weiß, wo wir sind. Da ist die Firekeeper-Tante. Hallo. Ja. Who is there? Ich. Ich? Someone there? Anyone? Ja. Ich? Oh, please. Touch me. Touch me. Okay. Wie bitte? Ihr habt Nippel gesagt. Little creatures. They never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Boah, jetzt verwandelt sie sich bestimmt in einen Frosch. Ich touch jetzt mal. Zink. Oh, yes, there you are. Ach, die Firekeeper sind ja alle blind. Indeed. Then I am not entirely alone, just yet. Da draußen hockt der Typ, der eigentlich auf die aufpassen sollte. Gut, toll. Jetzt habe ich ein Emote gekriegt von ihr. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. Schön, Irina. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion then. Auf jeden Fall. Kann man so sagen. And unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service? Na klar. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Gut. Wenn der Typ draußen ist, jetzt ein bisschen pisst. Den muss man jetzt fighten. Hm, das kann natürlich sein. Der ist jetzt sicher pissed, der hier. Oder? You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon. A knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Ah, okay. What's the matter? Hättest du ignoriert? My turn to be very simple. Den kannst du jetzt halt bestimmt irgendwo bestimmen. I am allied to you for as long as you assure the girl. And only. Jo, gut. Soweit das. Was mache ich jetzt? Oh, da unten ist ein Item. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt muss ich halt nochmal runterlaufen, aber ist ja nicht so schlimm. Nee. Ah, ich muss die Pfeile auf die andere machen, sonst kriegst du gebacken. Bin überfordert davon. Reif zum Anten. Mit dem Bogen, ohne Spaß. Ja. Das Item ist gewachsen. Jetzt hat es die perfekte Temperatur. Wo und gegen was kämpfen die Leute? Das frage ich mich auch so oft. Gell? Die fuchteln da rum. Ah, da hat es aber irgendwie glitzert hinter der Wand. Ja, das hat aber vorher schon noch. Ja, weil das sieht aus. Siehst du das da? Ja, ich sehe das. Das sieht schon ein bisschen so aus. Oder haben sie da einfach vielleicht nur einen schlechten Übergang? Der ist vor, oder? Drück mal A überall, vielleicht doch. Vielleicht doch A. Dann ist ja die Luft vielleicht. Wir haben, also ich hab nachgelesen, wenn ich es wissen wollt. Und da stand dran, Attacking Walls. Reveal der irgendwas. Mhm. Da ist das Item. Blessed Red and White Shield. Das hat irgendwie was noch. Plus 1. Schau es dir an. Das hat irgendwie wahrscheinlich mega viel Magic Resistance oder so. Das Geld mit Faith über E. Mhm. Ach, keine Ahnung. Was es uns bringt? Keine Ahnung.
Standard round wooden shield. It features a striking red and white design. Wooden shields are light, manageable and offer relatively... Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Skill, parry, repel and attack. Gut, damit kannst du repellen. Sieht einfach klasse aus. Wenn da einen Homeguard nehmen, ne? Ja, das macht man. Hier unten gibt's jetzt nichts mehr. Jetzt können wir mal gucken, was mit der Firekeeper Ring da. Keeper Ring. Mit der Firekeeper Ring da abgeht. Die gibt jetzt unser Fire. Ja, gibt die uns da jetzt Bonus-Flasks oder so? Das wäre cool. Was ist denn? Ein bisschen was hören wir ja auch davon haben. Home, speak thine heart's desire. Wo ist denn die andere Tante hin hier? Ich meine, wir haben sie ja immerhin berührt. Ja? Das ist schon ein bisschen dankbar. Irgendwo, wo sind denn unsere ganzen NPCs hin? Okay, da oben wird ja keiner sein. Ah, auf der Seite waren wir noch nicht. Vielleicht liegt da noch was. Du kannst dich auf jeden Fall mal entspannt von hier oben umbringen. Ne? Kannst du irgendwie runterlaufen. Ja. Da könntest du Drop Attack auf den Typ machen. Aber nee. Das muss nicht sein. Irgendwie sind aber alle weg. Der Typ mit dem Schwert fehlt. Die Tussi, die plötzlich neu war, fehlt. Hoppala. Alle weg, ja. Irgendwie sind alle. Nur Rollstuhlfahrerin ist nicht abgehauen. Da rechts hockt jetzt der Dings, der. Hier hockt der Feuerhandwerfer. Ja. Ah, da ist die Firekeeper. Ja, da ist ganz schön Durchgangsverkehr in diesem Firelink. Ja, ja, da überall sind so plötzlich Leute. Ja. Die hat sich aber echt laut letzte Ecke auspackt. Hey. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with I am yours now. I am yours. Ja, dann bei der kannst du Miracles lernen. Allows Attunement of Additional Spells. Ja, ich kann schon mal. Ja, die hat ein bisschen Crap. Das kann. Ja, die hat halt Miracles, ne? Have a pleasant journey! Diese Religionstante, die das immer so überfreundlich sind, man. Da geht mir schon wieder der Kragen auf, ey. I wish to explore. Ja, ja, bla bla, sorry, den muss jetzt... Ah, der gibt einem erst schnell Pyromancy Flame. Soll man... Die können wir schon mal... Ja, soll man dann mal einen Feuerball noch mitnehmen, ja, oder? Weil Pyromancy ist echt nicht schlecht. Wie viel wiegt denn die? Na, lass mal dann Fat Roll haben. Die wiegt nix. Ist ja geil. Oder? Ja, dann können wir nämlich die wiegt den Bogen echt raus machen. Ja, aber du kannst die Dinger nicht so weit schmeißen. Ja, aber... Ja, aber mit dem Bogen hast du so oder so fett drauf. Da unten hockt noch der Dieb, ne? Guck mal, ob wir sonst noch jemand hier unten haben. Heavens. She would... Curl up. Heavens. Hä? Heavens. She was already dead. Ja, die eine. Ja, aber normalerweise verkauft er ja was. Ja gut, aber jetzt ist ja halt seine Freundin tot, oder? Ja, die, das wusste aber schon vorher. Ja. Da ist noch der Zaubertyp. Oh, this pilgrim. With a debt in death. And I never would have, had you not I thank you. Das, da gibt's noch was. Draw out true, true strength. Bearer. Irgendwie kannst du da ein Level hoch machen mit. Das verstehe ich nicht. Du kannst ein Level hoch machen umsonst oder so. Mach halt. Ich weiß nicht, ob was halt das Negative davon ist, weißt du? Also wenn da was in Dark Souls geschenkt wird, dann nimm's. Soll ich es nehmen? Okay, das ging wohl nur einmal. Der hat quasi ein Level up geschenkt. So, soll ich kurz noch reinkommen. So. Laura glaubt nicht, dass man kein Drunk Soul spielen. Warum? Weil sie selber gedummt ist. Ah, okay.
So, aber wo ist jetzt hier der Rest von der Party? Da oben steht noch der Typ, der mir die Red-Eyed Orbs gegeben hat, aber die Tante mit dem Schwert ist weg und... der Typ mit dem Schwert ist weg und die Tante auch. Wo geht's eigentlich hier noch lang? Welcome home, Travel. Ach so, direkt zu dem. $20,000 haben wir das. Was? Für den Schlüssel. Nee. Das haben wir in nächster Zeit nicht übrig, sagen wir mal so. 20k ist echt schon mal einiges. Ja gut, hier, ne? Alex, eine Viertelstunde muss ich durchhalten. Ja, ja. 10 Minuten. Der Alex, der schläft hier gleich ein. Allerdings. Aber andererseits bin ich hier heute auch top fit und wir hätten doch den Tune Matching machen sollen. Wahrscheinlich. Tune Spell. Wir haben sogar einen Slot frei. Das war natürlich jetzt ein bisschen doof, wir haben immer keinen Slot. Aber jetzt können wir auch ein bisschen rumwerfen. Du kannst irgendwie mit Rechtsklick noch so eine kleine Flamme machen. Aha. Aber das ist echt das Schlechte, um Gegner anzuloggen. Ja, das ist perfekt. Wenn es nichts wiegt, weißt du, besser du bogelst da gleich. Ja. Das war die Charge Attack des Todes, ey. Ah, kurz mal Gas geben. Tönk. Ist aus Metall, ja? Hat er mal nachprüft. Ja, ist aus Metall. Das ist ein Metallholzstab. Da unten sind deine. Sehen wir? Ja, da ist ein paar. Das war auch nicht besser flach. Oh! Nö. Sounds retrieved. Bang! Und macht halt gar nicht so schlecht Schaden. Macht ungefähr so viel Schaden wie ein Schlag von unserem Schwert. Mhm. Synchron umfallen! Pam. Ich find's aber gut, wie sie dann ihre Dings verlieren, ihre Stecke. Sollen wir eigentlich mal versuchen, einen Hochdeutsch-Stream zu machen? No way, auf gar keinen Fall. Keinen Fall! Das können wir nicht machen. Alles klar. Nachher versteht uns ja jeder. Du kannst ja nicht unsere Wurzeln vergraben. Nicht, dass der Wurzel schlägt. Ah, schon schade. Da essen wir lieber ein bisschen Bergsteiger-Müsli. Was ist denn Bergsteiger-Müsli? Ja, das tut auch dir gut. Was ist Bergsteiger-Müsli? Echt, ne? Nein, ich kenne nur Seitenbacher-Müsli. Ja, das ist ja Seitenbacher-Bergsteiger-Müsli. Ja, was? Warum? Warum heißt es Bergsteiger-Müsli? Damit Kohle und Bergwurst falsch verlegt. Ja, aber hä? Komm nicht mit der Werbung, Seitenbacher-Bergsteiger-Müsli. Das tut auch dir gut. Das hört sich mal schon beide an. Das tut auch dir gut. Hallo! Ui. Dann sind mich aber gepoisoned hier, die Jungs. Guck mal, der trifft seine Scheide gar nicht. Nee. Er hat Scheide gesagt. Er ist nicht sehr geübt. Scheide brennt. Das Joke-Niveau hat gerade den Keller durchbrochen. Ja. I'm gone. Und der Räufel kurz weg. Der Räufel da weg. So viel zum hochdeutschen Stream. Ja. Du hast gesagt nein, dann habe ich gedacht, okay. Oh, jetzt auch mal. So ist auch sehr gut. They see me rolling. Was? Oh. Well, he planted a flag. Nope! Boah, ich wollte es eigentlich nur weg machen. Hä? Ja, schon.
Drei sogar. Ich hab B nach hinten gedrückt, der schlägt nach vorne. Ah, da ist noch einer. So. Warum macht das denn jetzt nämlich genug Schaden? Weißt du, wo er nicht gewonnen hittet? Ne, der, ja, ne. Stimmt, der aufgeladene den Schlag hat die gewonnen hittet. Ne? So. Da ist noch einer. Oh, hallo, Fifi. Der versteckt sich. Die Fifi sind echt scheiße. Was macht denn der? Entfloht der sich? Der muss sich auf den Boden rollen. Weißt du, was ich gar spielen? Weißt du, was ich gar keine Lust hab? Ja. Das sind die Zauberer. Ach komm. Und rechts kommt auch noch einer. Beim zweiten Mal ist man nicht mehr so aufmerksam wie beim ersten Mal, ne? Da nehme ich lieber mal die Beine. Okay, ich habe ja gar keine blaue Hose mehr. Nee. Ausdauer, ja, keine mehr. Zum Glück, wenn man die einmal trifft, dann fangen sie so an, Parkinson zu kriegen, dass sie die olympische Fackeln nicht mehr entzünden können. Der ist gut. Hat nämlich Mohammed Ali nämlich auch nicht so richtig hinkriegt. Der hat nämlich mal die olympische Fackel anzündet in Athen, glaube ich. Ja. So. Da unten war die Estus Flask Shard. Soll ich direkt in das Haus rein? Ja. Wenn Sie mich fragen, ja. Wobei, wer hat mich der andere gesehen, ne? Ja, gut, erstmal eine Nervekau, so muss das. Alter. Gib dem mal eine Valium, den Mann, hey. Guck mal, wie der sich da echauffiert. Der hat auch was gegen die Inneneinrichtung. Ne? Und jetzt? Jetzt hast du beruhigt, der Spacko, oder was? Schon. Dir geht's auch besser, wenn du einen Tisch zusammenschlägst. Geht's dir erstmal besser. Stimmt allerdings. Ja, er hat auch noch ein Stückchen vom Tisch dabei. Hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht. Ne? Aber ohne Spaß, die Menge an Truhen ist echt ziemlich gering. Vielleicht zu wünschen übrig, ja. Aber ich glaube, wenn es noch weniger Truhen gibt, weil ich noch immer mehr Einsprung im Poster habe. So. Stimmt, weil du ja nicht weißt, ob es die, ob's welche gibt. Es gibt 100%ig im Posters. 100%ig. Diesmal konnte ich ihn anvisieren, weißt du? Tschüss! So, dann gehen wir jetzt mal hier entlang. Es kann nicht sein, dass man hier. Hi! Halt, stopp! Oh! Ah, ein Crystal Gem, den wollte ich. Perfekt. Den haben wir nicht. Oder? Nee. Aber Kristall-Weapons sind ja eigentlich immer ziemlich crap. Weil die gehen ja so schnell kaputt und kann schnell mehr reparieren. Trotzdem nice to have. Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Ich bin quasi. Das kann ich abkürzen, wenn durch das Sumpf rennst. Mhm. Aber das sind ja die dicken Krabben. Oder? Ah, ne? Da drüben war ich vorher. Jo. Okay. Gut. Sollte ein bisschen Hunger nehmen. Ich glaube, ich nehme gleich das Schnelle. Wenn es so weitergeht.
Der Nachteil ist, du kannst deine Seele nicht mehr. Oh. Ich guck noch den Turm hier an, dann nehme ich einen Hunger. Ah, perfekt. Dann können wir nämlich auch noch ein Level up machen. Dann können wir uns noch ein Schwert angucken. Ja, einer wird nicht reichen. Doch, so. Oder? Ich hab doch vorhin schon Level gemacht. Wie viel? Wie viel haben wir, Stärke? Eins brauchen wir noch. 13 Stärke haben wir. Ja? Okay, das ist dann eigentlich cool. Nochmal ein Ring of Sacrifice. Juhu. Jo, gut, dann nehme ich einen. Nimm schon einen, ja. Alex ist nämlich müde, der Alex ist ins Bettchen. Allerdings, lang genug heute gewesen. Also der Tag. Achso, der Tag war lang genug für dich. Oh. Mein Tag war zu lang heute. Welcome home, speak that. Very well, then touch take not. Guck, 14 Strength. Farewell. So, und jetzt gucken wir uns mal das neue Waffeleis an. Wo ist es? Eins drüber und eins rechts. Oh, wir haben genau 70 mit dem. Wunderbar. So, mach mal was. Boah, locker. Hat ganz coole Stances. Ich geh mal kurz an der Anfang ins Anfangsgebiet und mach da ein bisschen. Da ein bisschen mit rum. Da wird man irgendwo hin, ja. Wo ich ein paar Gegner umbolzen kann. Da. Ja, geh mal dahin. Da gibt's auch, in dem Bereich gibt's ja auch noch die ein oder andere Türe, wo wir noch nicht aufgemacht haben. Ich glaube, wir haben noch nie so wenig Zeit des Ushikatana gehabt. Ich weiß, weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt halt für immer reinmachen wird, aber. Aua. Das Schwert ist scheiße, ich sterbe. Ja, du darfst noch einmal ausprobieren. Okay. Ja. Das passiert, wenn man ein neues Schwert ausprobiert. Ich weiß nicht, das Ushikatana kann ja immer noch gut sein. Außerdem ist das jetzt unsere Feuerwaffe, weißt du? Ja, das ist richtig. Das ist klar. Aber ich finde das ja jetzt schon ziemlich geil. Das sieht schon cool aus. Greatsword mit Dex ist halt schon ziemlich sick. Okay, gut, ist ein Anfang. Aber probier mal an dem da, wie viel es an dem abzieht. Vielleicht soll ich schon wieder komplette Ausdauer mit wegbolzen lassen. Oh, wir können ja, kannst ja mal den Drache versuchen. Weil jetzt haben wir ja einen Ring, der weniger Feuerschade erleidet. Ah, ne, haben wir ja nicht. Der ist schon bei dir runtergefallen. Ich würde gerade einen Backstep versuchen. Ja. Und circle mal in andere Richtung, nicht gegen Schild. Ja, man kann null Schaden machen. Ja, du circle halt immer noch gegen Schild. Immer ja. Gegen das Schild. Das sagst du nicht. Was ist los, Rafa? Den habe ich schon mal besser hier gekriegt. Ich wollte nur einmal einen Backstep machen mit dem Ding. Nur einmal. Einmal sehen, wie es aussieht. Bei dem hat es ja leider nicht geklappt. Ja, auch nicht. Einmal drüber gewischt. Aber smooth ist doch schnell. Ja, ich konnte in die Richtung. Kommt jetzt mal her. Ein bisschen mehr Platz haben. Ja, ist auch ein Stich. Ja, gut. Schön. Wir haben nochmal gepokt. Ja. Der Schlag ist schon irgendwie cool. Ich wüsste zwar halt nirgends, wo man den so richtig einsetzen kann. Benutzen mal direkt hier so. Schön. Es hat schon Stil, aber ich weiß nicht so richtig. Was ist, wenn man es two-handed nimmt? Alter! Das ist mega flott. Alter, das ist ein geiles Schwert. Mit dem muss man. Also, ich muss erstmal lernen, mit den neuen Movesets umzugehen. Ja, ohne Scholz. So Greatsword mit
fast. Das ist schon nicht schlecht. Das ist so, soll ich mal kurz gucken, was bei dem Drachen so abgeht? Nur so als Abschluss für heute. Haben wir, aber den haben wir nicht, den Ring, ne? Mit weniger Feuerdamage. Nee. Das heißt, der wird mich wahrscheinlich ziemlich hart losten. Er ist weggeflogen. Was? Der hat einen Schwert gesehen. Dachte kurz, oder weg. Aber nicht. So. Ja, da sind alle tot. Hätten die nicht tot sein sollen? Mal den da umholzen. Mal, ich probier mal. Ah, jetzt! Ist das dein Ernst? Um das Schwert zu testen, muss man echt. Allergisch. So cool, das Problem ist groß. Ich will nur mal anschießen. Ja, gut, machen kann man, aber. 100 Pfeile? Der fliegt doch bestimmt irgendwann weg. Mal kurz zurück. Und der gelingt mir Hals. Gerade ein 40er Schade gemacht. Ein Kopfschlosser. Da geht noch mehr. 13. Ganz hier. Oh, er hat mal neu gefackelt. Oder bin ich jetzt mal einen Schritt vor vorne gelaufen? Drei. Irgendwie macht das immer unterschiedliche Schaden. Siebenundzwanzig. Das ist halt, solange es funktioniert, ne? Jetzt habe ich irgendwie schon angefangen. Das ist auch wohl durchziehen. Ja, und ich habe auch die Hälfte von den Pfeilen gleich verbraucht. Das wäre natürlich richtig scheiße, wenn es dann nicht reicht. Ein Schlag. Du musst nur deine Feuerbombe schmeißen. Na gut, aber jetzt mache ich gerade ein paar Mal ein bisschen mehr Schaden. Ja. Die machen 39 Schaden, keine 25. Ob du wirklich richtig stehst. Ich hab unrecht.
Kraft, dass man hier schon so einsetzt. Soll man jetzt auch sich auf Blue schauen? Hey, kann jetzt mal aufhören! Der schwächelt halt schon, weißt du? Schwächelt echt schon. Guck, den gibt's halt so gut. Der hat schon Schnappatmung. Oh, 27 Schade. Ja, 20 Schade. 20 Schade. 32. Large Titanite Shard. Von ihm, aber er haut ab. Also ich dachte, den Scheiß mach ich nicht nochmal mit, ey. Jetzt geh hoch. Ey, wo ist denn meine Waffe? Da. Hallo. Das eine. Ich glaube, dass es so pisst war, da war noch niemand. Ja. Hat nicht so richtig rausgehabt, der Mann. Oh, ich hab grad gedacht, er kommt schon wieder hier. Das wär's. Ah. Ein Club. Ein Amber. Da oben gibt's noch ein Item. Oh. Das Claymore. Und? Yes! Türe. Dann kann man hier runter und dann ist das ein Shortcut. Würde ich mal sagen. Jo, hier geht's runter. Hallo? Ah! Look at this! Ne, ein Poster. Ja? Ja, bestimmt. Ja, der bewegt sich. Guck mal, die Dinger, die, den Blutfleck. Ja, ja, und es hat sich auch bewegt. Und die Kette liegt nach vorne. Aber das ist ein bisschen auch hell. Guck, guck, guck. Das ist nämlich weiter offen. Guck, es ja, geht auf und zu. Sich. Kriegen wir die hin oder soll ich erst den Shortcut aufmachen? Ich mache erst den Shortcut auf, oder? Ja. Ah, die machen wir noch. Und dann guck ich nach Blutfleckern. Hey. Hey. Bäh. So, guck, jetzt ist der Shortcut offen. Top. Ja, dann kann ich wahrscheinlich jetzt den Drache nächstes Mal von unten besiegen. Wenn du von da rauskommst. Vielleicht. Schaut in die Kiste rein. Zeig dir, was in der Kiste drin ist. Der hier. Kann man die backstaben, Jungs? Ja. Alter! Träne will ja Spaß. Glaub's nicht. Das war aber Close Call. Ja, das ist der Kistenschatz. Die Battle Axe, Alter. Top. Ja, guck schon nach. Gehen wir nochmal auf unser Sport? Die kann. Hä? Da ist irgendwie sowas. Leucht Dark, die macht Dark Damage. Halt, geh auf unser Sport nochmal. Und die Battle Axe mal angucken. Unser Schwert. Und was macht das? Hat kein Bleeding. Kein Bleeding. Ey, ich weiß nicht, das macht 145 plus 33. 100. Ach, keine Ahnung, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, Katana finde ich halt auch gut aus. Ja, das finde ich halt ein cooleres Moveset. Das hier. Mhm. Ja, das. Das ist mal aus Schild. Witzig. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, dass sie das Schwert in die Scheide geschickt haben. Weißt du, wie ich das gemacht habe? Du hast Schild in beide Hände genommen. Ja, aber wenn du länger Y drückst, dann nimmst du das Schild in beide Hände. Cool, gell? So, okay, aber dann jetzt zurück ins Bonfire. Wir haben schon wieder 3000 Seelchen. Das war eine Dildo-Kiste. Warum gut, denn? Gut, machen wir Feierabend, oder? Ich könnte noch weiter spielen, aber der Alex ist müde. Alex das muss ins richtig. Bettchen, also geh mal ein Firelink Schwein. Endlich ist immer ruhig, ja. Können wir uns überlegen, was wir auf das Ding drauf packen. Auf das Schwert. Ja. Das also, schön war's, gelacht haben wir.
Ich hatte Spaß, der Alex war müde. War ein super Tag für heute. Allerdings, ein super Tag. Oh. Anstrengend war's. Ja. Der Tag. Macht's gut.